Der Literaturnobelpreisträger Günter Grass ist heute im Alter von 87 Jahren in Lübeck verstorben. Das teilte der Steidl Verlag in Göttingen mit. Grass zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der deutschen Nachkriegsliteratur. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Die Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre, die zusammen die Danziger Trilogie bilden. Auch im Eberswalder Paul-Wunderlich Haus stellte er viele seiner Werke aus und gab Vorlesungen. Der